Georg Christoph Lichtenberg, Aphorismen. Einer zeugt den Gedanken, der andere hebt ihn aus der Taufe, der dritte zeugt Kinder mit ihm, der vierte besucht ihn am Sterbebett und der fünfte begräbt ihn. Die Welt ist nicht da, um von uns erkannt zu werden, sondern uns in ihr zu bilden. Das ist die kantische Idee. Es ist eine Zeit, da man alles glaubt ohne Gründe. Und dann glaubt man eine kurze Zeit mit Unterschied und dann glaubt man gar nichts. Und dann glaubt man wieder alles und zwar gibt man Gründe an, warum man alles glaubt. Kein Wort im Evangelium ist mehr in unsere Tage befolgt worden als das. Werdet wie die Kindlein. Ich kann in der Welt nicht begreifen, was wir davon haben, den Alten so bei jeder Gelegenheit gleich den Bart zu streicheln. Denken können sie es uns nicht, und aus den breiten und niedrigen Stirnen und den trotzigen Gesichtern zu schließen, worüber sich jeder deutsche Petschierstecher aufhält, würden sie nicht einmal, wenn sie könnten. Es ist fürwahr eine mächtige Ehre für uns alte Studenten, dass es vor 2000 Jahren Leute gegeben hat, die gescheiter waren als wir. Meint ihr vielleicht, wir leben noch in den Zeiten, wo die größte Weisheit in dem Bewusstsein bestand, dass man nichts weiß? Eine herrliche Ehre heutzutage, davon überzeugt zu sein. Ihr könnt schon daraus sehen, dass der Satz unmöglich mehr gelten kann oder eure Klagen über die gegenwärtigen Zeiten sind noch in anderer Hinsicht widersinnig. Das könnt ihr nicht leugnen, dass wir heutzutage mehr Leute haben, die nichts wissen, und die einfältige Überzeugung davon ließe sich bald ihnen beibringen. Über die Frauen. Ihr Unterrock war sehr breit, rot und blau gestreift und sah aus, als wenn er aus einem Theatervorhang gemacht wäre. Ich hätte für den ersten Platz viel gegeben, aber es wurde nicht gespielt. Eine Zugabe. Manche unwichtige Taschenuhren wollen es haben, dass man sie nur schüttelt, damit sie ticken. Bei Narren helfen die Stockschläge oft mehr als andere Mittel. Durch sie wird die Seele erweckt, sich wieder der Welt zuzuwenden, aus der die Schläge kommen.